Hallo und willkommen bei Whisky Waiter. Heute habe ich mal wieder A Dream of Scotland im Glas und zwar einen Craig Ellachie. Und zwar einen Craig Ellachie 14 Jahre First Fill Pedro Ximénez Sherry Butt. Ich muss gestehen, von Craig Ellachie hatte ich, glaube ich, bis jetzt noch nicht wirklich was oder ein, zwei. Also definitiv eher wenig. Der hat natürlich eine herrliche Farbe. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der ist schon sehr dunkel und natürlich nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. 423 Flaschen mit 54,1% Fassstärke. 14 Jahre. Und das Erste, was mir in die Nase kommt, ist tatsächlich irgendwie so ein sehr eigenartiger Geruch, den ich beim Whisky nicht so oft habe. Der riecht so nach Holzspänen. Also wenn ich in so eine Schreinerei komme oder sowas. Da riecht er nach. Ich bin vorher gewarnt worden. Der könnte ein bisschen schweflig riechen, der könnte nach Babykotze riechen und, und. Nö, habe ich nicht. Ich habe Holzspäne, ich habe total Schreinerei. Ansonsten habe ich eine leichte Kaffeenote. Ja, könnte auch in so Richtung so eine Mokkabohne oder so gehen. Also ich glaube, in dem Post von Marco Bonn vom Brühler Whisky House hieß es Schokolade und Orange und es soll an Jaffa-Kekse erinnern. Also für mich geht das eher in Richtung so einer Mokkabohne, Kaffee. Und halt dieses Holzspäne. Ja, die Orange, die kommt so ein bisschen. Spannender Geruch, also hat man nicht so oft, finde ich. Also ich habe ihn nicht so oft. Ist mal was anderes. Ja, wenn ich hier so an der Seite rieche, dann könnte das tatsächlich in so eine Milchsäure-Richtung gehen. Also das verstehe ich dann, wenn jemand sagt, Babykotze. Aber das ist so eine Randnote. Für mich ist der definitiv an vielen anderen Stellen viel, viel deutlicher. Er hat so eine dunkle, matschige Fruchtigkeit. Für mich so überreife Orangen. Oder ist schon so sehr reife Clementinen, wenn die schon so weich werden. Krass, also bei mir bleibt tatsächlich total im Vordergrund Schreinerei und Mokkabohne. Zum Wohl. Der hat eine sehr schöne Eichennote. So ein bisschen Rumrosine.
Aber tatsächlich auch, wie ich finde, eine Schärfe, keine Alkoholschärfe, sondern eine Pfeffrigkeit, die ja schon fast mehr als Pfeffer ist. Die könnte auch schon in Richtung so Chili Ketch oder so gehen. Ist nicht ganz so mein Fall, muss ich gestehen. Auch hier habe ich wieder so eine Kaffeenote. Ich hatte ganz kurz auch diesen Moment dieser Milchsäure, aber auch hier minimal. Aber das ist keine so eine deutliche Kaffeenote, wie ich das bei manchen anderen Whiskys hatte, sondern ja, irgendwie, als wenn da noch so ein Sirup drin wäre oder so. Also für mich ist das tatsächlich so eine Mokkabohne. Und halt dieses Sägemehl. Jetzt kommen so langsam so deutliche Sherry-Töne, so richtig eine dunkle Fruchtigkeit. Ich sag weiterhin, das ist eine matschige Fruchtigkeit, also tatsächlich so eine überreife Orange oder so. Ist schon fast so richtig matschig, klebrig. Geschmack wirklich eigentlich lecker. Also diese Würzigkeit, diese Eiche und dann kommt tatsächlich so eine Kaffeenote dazu. Das gefällt mir total gut. Was mich halt total stört, weil ich finde, es passt gar nicht da rein, ist halt diese Pfeffrigkeit. Der Alkohol ist echt gut eingebunden, muss ich sagen. Ich finde, es ist ein leckerer Whisky. Vielleicht direkt mal zum Resümee. Ich finde, es ist ein leckerer Whisky, aber er entspricht einfach nicht meinem Geschmacksprofil. Also, ich würde tippen, es gibt viele Menschen, die finden den sehr lecker. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er ist halt nicht mein Geschmack. Also, ich kann die Qualität wertschätzen, aber mein Geschmack ist es nicht. Von daher muss ich sagen, ja. Ich habe ihn in der Flaschentalentsgruppe geteilt. Ich weiß aber, es ist auch noch ein bisschen was da. Von daher, wer was haben möchte und sich nicht von mir abschrecken lässt, der ist herzlich eingeladen, ein Sample von mir zu bekommen. Schaut einfach in die Flaschentalentsgruppe oder schreibt mich an. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr das Video mit einem Like belohnt, auch wenn ich den Whisky jetzt nicht in den Himmel gelobt habe. Aber ihr wollt ja eine ehrliche Meinung. Und von daher kann ich nur ehrlich sein und ehrlich sagen, er ist lecker, aber nicht mein Geschmack. Und ich hoffe, das akzeptiert ihr. Und wenn nicht, kann ich es auch nicht ändern. Von daher würde mich trotzdem freuen, wenn ihr ein Like da lasst und meine Ehrlichkeit belohnt. Oder meinen Kanal abonniert, wenn ihr das nicht schon getan habt. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.